Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, nachdem wir in der letzten Folge unten in den Ruinen von Neulondo die Wasserpforte geöffnet haben, haben wir jetzt noch ein wenig was zu erkunden heute. Und ich hoffe auch, dass wir heute noch den Boss fertig machen, also dass wir dieses Gebiet heute abschließen können. Ja, ich bin bestens motiviert, weil ich habe richtig, richtig gute Laune. Weil mein neuer Bildschirm da ist und er ist super geil, weil ich hatte vorher 24 Zoll, ich hatte jetzt 6 Jahre lang 24 Zoll und habe jetzt 2 Tage auf 19 Zoll gespielt und jetzt habe ich einen 27 Zoll da und er ist einfach, oh Gott, sehr groß und oh, super geil und ich bin super happy über den Bildschirm und dachte mir so, yay, beste Laune und die verderbe ich mir jetzt, indem ich Dark Souls spiele. Nein, Spaß. Dark Souls verdirbt sie mir, nicht andersrum. Ich verderbe sie mir nicht durch, dass ich Dark Souls spiele, sondern Dark Souls macht das von sich aus. Ja. Genau, das war's eigentlich. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Und der Rest der Folge still. Nein, bin ich natürlich nicht. Aber ich muss halt erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Na gut, reinkommen ins Spiel nicht, aber halt ins Erzählen so. Aber das kennt man ja schon von mir, dass ich immer die ersten Minuten ein mir abstottere, weil ich nicht weiß, was ich reden soll, und dann rede ich wieder zu viel und scheiße. Also, ja. Okay, gehen wir hier erstmal heil rüber. Haben wir hier noch? Oh, wir haben noch. Massig haben wir. Erstmal gucken, wo wir das letzte Mal verreckt sind. Ach ja, das waren diese ekelhaften Geister, ich erinnere mich. Ja, ich hoffe, das ist jetzt, das passt gleich auch mit dem Rendern von der Aufnahme. Also bei dem kleinen Bildschirm hat es ja ganz gut gepasst, weil er sich ja ganz, also von sich aus ganz gut angepasst hatte. Mal gucken, wie das jetzt mit ihm ist. Ich habe hier jetzt nämlich keine schwarzen Streifen mehr oben und unten. Das hatte ich nämlich früher. Konnte das aber dann im Rendern so wegschneiden, so, ne? Dann hat man es nämlich gar nicht mehr gesehen. Frag mich, wie das jetzt ist. Jetzt, wo das hier alles so randlos ist, bin ich gespannt und freue mich aber. Ich werde da schon irgendwie hindeichseln. Ich will die irgendwie backsteppen, ne? Irgendwie das leichte Bedürfnis dafür. Dazu. Das war knapp. Und das war's. Sehr gut. So, jetzt muss ich, wenn ich mal kurz falsch gucken. Hier ging es die Wendeltreppe runter. Und hier müsste der Raum sein, wo der dicke Schleim stand. Und wir die Tür geöffnet haben. Den Nebel meine ich, genau. Sehr gut, dann ist mir schon mal was da unten war. Aber ich wollte ja eigentlich diese eine Treppe, die ich letztes Mal nicht mehr hochkam, nochmal hochgehen. Also, ich habe noch so viele Ecken und Kanten, die ich mir nochmal genauer angucken will. Also hier ist echt verworren und andererseits gibt es hier halt auch viel zu sehen, was mir eigentlich wieder relativ gut gefällt. Okay. Okay, ihr piekst da mal fröhlich einen rum. Ist okay für mich. Da hinten ging es zu den Drachen. Und da bin ich letztes Mal gestorben. Und da kommen schon wieder Tons of Geister auf mich zu. Okay, schnell ein Trinken. Okay. Au.
Okay, Wanderfluch ist noch aktiviert, gut. Das wollte ich nur wissen. Ich glaube, dieser Raum war auch relativ schwer. Weil auch einige auf mich zukamen. Los, komm runter. Ist okay, ist okay. Ah, okay, jetzt kommt es natürlich runter. Doch, doch nicht. Ah, okay. Jetzt hat das. Wir haben ihn sogar gekrittet, glaube ich. So gut, da ging es auch irgendwie hoch, aber das hatten wir, glaube ich, erledigt. Und dann waren wir hier weitergegangen. Glaube ich. Also mein Lieblingsgebiet würde sie ihn erstmal nicht. Da sind wir hergekommen. Okay, also habe ich gerade Bullshit gelabert, dann ist er nämlich da lang. Okay. Und ich glaube, hier ging es auch zu dieser Treppe, nicht da jetzt weitergehe. Genau. Da will ich aber auch erstmal nicht. Aua, runter. Nein. Zu näher. Okay, Planänderung, wir gehen doch da lang. Ich mache mir gerade keine Hoffnung, den Weg nochmal zu den Seelen zu finden, weil ich glaube, da sind wir nämlich ganz woanders lang gegangen. Kamen nämlich von unten. Und deswegen einfach geradeaus mal laufen. Ach, das ist die Treppe hier. Und der Raum. Ach so. Okay, dann bin ich das jetzt mal einfach da lang gelaufen. Ich bin vielleicht bescheuert. Joa, Level Up haben wir, ne? Und eine grüne Scherbe haben wir auch. Guti. Das heißt, ja, warte mal. Das ist die Treppe, von der wir eigentlich kommen. Ha! Ich habe auch hier Tierungssinn bekommen. Wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Okay. Geht's hier unten nochmal weiter. Boah. Das sieht doch dürfte aus. Nein, das Ding ist leer. Fisch dich alle. Okay, das ist ein Spielergeist. Da runter zu springen scheint mir nicht so klug zu sein. Hier gibt es bestimmt noch einen anderen Weg. Okay. Gut, Sackgasse. Können wir als Sackgasse verbuchen? Können wir. So. Guti. Hier eigentlich alles gesehen? Ja. Und hier waren wir auch schon. Gut.
Genau, hier kommen wir nämlich zurück. So, wir wollen aber weiter herunter. Ich glaube, dafür war... Dann gehen wir da nochmal durch den... Obwohl, warte mal, wir nehmen einfach den Fahrstuhl. Ich werde nur mal ganz kurz gucken. Hier können wir jetzt zur Not immer noch... Licht nehmen. Das heißt, die Treppe rauf. Das... Ach genau, hier hätte ich den Kompositbogen herbekommen. Ich erinnere mich. Remember, remember. Gut, versuchen wir es einfach mal. Okay, der bringt uns schon mal runter. Runter ist jetzt einfach mal gut. Da waren die ekelhaften Drachen. Stirb halt ohne Backstab. Irgendwie an den Drachen vorbeischleichen. Genau, hier ging's zu dem Schleimvieh. An der Seite jedenfalls. Ich will mal gucken, ob das Ding respawned ist. Gut. Würde ich ganz gerne auch nochmal auf ein Leuchtfeuer stoßen, ehrlich gesagt. Besonders weil wir jetzt schon wieder ein Level zusammen haben. Ah, das Schleimvieh ist nicht respawned. Scheiße. Au, scheiße. Insta-Kill? Kein Insta-Kill. Okay. Das war anstrengend. Aber wir haben es dann noch geschafft. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Hier ging das andere. Hier war doch noch einer, ne? Ja. Habe ich dich nicht vergessen, Bro. Aus ihrem Fall gekämpft. Stirb. Okay, ich dachte, ich habe noch eine andere Rüstung scheppern hören. Ah, da geht auch ein normaler Weg nach unten, oder? Bin ich woanders? Nö. Okay, die sind. Ist mir die. Nee. Doch, der ist mir immer entgangen, glaube ich. Dieser Gang. Bestimmt durch schlechtes Wortspiel.
Da ging es wieder zurück. Dann gucken wir draußen noch mal ein Stück weiter. Ob es hier auch noch mal einen alternativen Weg gibt. Irgendwo muss es auch mal vorangehen. Ich klappe irgendwie immer dieselben Ecken ab, aber... Vorhin kommt jetzt was anderes, nämlich hier komische Geräusche. Mehr als sonst, meine ich. Aha, hier scheinen wir nicht gewesen zu sein, hier gibt's Blut. Ich hoffe jetzt einfach mal, das Schleimvieh kommt nicht so weit mit, dass ich hier den Ritter hier in Ruhe unten fertig machen kann. Der kommt nämlich schon mal brav mit. Das Schleimvieh auch. Ey, das Schleimvieh dreht um. Okay. Halt, Absturzgefahr. Okay, das glitscht und backt da oben rum. Soll's mal machen. War ich in dieser Ecke schon? Ja, okay. Hier geht's auch zu den Drachen. Ah, in dieser Ecke war ich sogar schon. Okay. Gehen wir doch diese große böse Treppe hoch. Oh Gott, da zaubert irgendwas.